Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier, meine lieben Zuschauer, zu einem Spiel, das dümmer eigentlich gar nicht sein kann. Das hier ist Kevin. Und Kevin, meine Damen und Herren, ist die Hauptfigur, beziehungsweise die einzige Figur in diesem Spiel. Was steht denn Kevin da so breitbeinig rum? Wir können auf jeden Fall einen seiner Arme nehmen, ihn einfach mal hochziehen und fallen lassen. Dann seht ihr schon, der Kevin fällt runter, stellt sich aber automatisch... Kevin, willst du dich vielleicht mal wieder hinstellen? Er stellt sich dann auf jeden Fall automatisch wieder hin. Wir können ihn auch an einem Bein nehmen und können ihn runterfallen lassen. Aber wir können ihn nicht nur fallen lassen, sondern auch einfach mal gegen eine Wand donnern. Und beispielsweise nochmal. Und dann können wir ihn fangen in der Luft und auf den Boden hauen. Nein! Nein! Wir haben Kevin getötet! Das hier ist nun Kevin, meine Damen und Herren. Das ist sein Unterkörper, den... Was ist denn, wenn ich... Oh! Kevin! Kevin, wo ist denn sein Kopf? Das hier ist auf jeden Fall so noch sein Unterkörper, den können wir... Jetzt ist Kevin komplett weg. Allerdings haben wir so einen schönen Knopf, und zwar das Kreuz. Und dann ist Kevin wieder da. Ja, geil. Wir haben allerdings nicht nur Kevin in diesem Spiel, sondern wir haben hier an der Seite auch schon verschiedene Symbole, wie beispielsweise Environment. Da können wir jetzt den Hintergrund ändern. Da finde ich Weiß allerdings eigentlich schon ganz cool. Wir können allerdings auch auf Spawn klicken. Und dann sehen wir schon, können wir eine zweite Person hier beispielsweise hinstellen. Und auch noch eine dritte. Aber... Es gibt noch tausend andere Sachen. Bevor wir allerdings kompletten Schwachsinn mit diesen ganzen Dingen anstellen werden, seht ihr hier oben schon Werbevideo eingeblendet. Und zwar ist dieses Video finanziell unterstützt worden von Rise of Kingdoms. Das hieß früher Rise of Civilizations, wurde jetzt allerdings umbenannt zu Rise of Kingdoms. Aha. So sieht das Ganze aus. Bei Rise of Kingdoms geht es darum, dass es 11 Königreiche gibt, aus denen man wählen kann. Und die Schlachten finden in Echtzeit statt, also so wie man es allgemein von Strategiespielen am PC kennt. Es gibt einen realistischen Tag- und Nachtwechsel, der viele Möglichkeiten bietet, seinen Gegner beispielsweise nachts überraschend anzugreifen. Und es gibt einen neuen Cross-Guild-Warfare-Modus, der das Game halt zusätzlich noch spannender macht. Und seit neuestem gibt es auch noch 3 neue Königreiche. Doch. Die Byzantiner, die Osmanen und die Araber. Alle Königreiche haben, by the way, einen eigenen Theme-Song, der von einem zweifachen Grammy-Award-Gewinner Christopher Tin komponiert wurde. Und außerdem gibt es bei Rise of Kingdoms jetzt einen neuen Spielmodus namens Ark of Osiris Battleground. Da können verschiedene Allianzen gebildet werden und auf dem Schlachtfeld gegen andere antreten. Ihr findet einen Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und jetzt gehen wir zurück zu Kevin. Wir haben hier im Spawn-Bereich nämlich nicht nur den Kevin, sondern wir haben auch andere Gegenstände, wie beispielsweise einen, Oh! Sorry. Wir haben ja mittlerweile schon 3 Leute. Das hier ist ja der Kevin. Die anderen beiden können wir mal... Können wir die nicht irgendwie komplett zerstören? So. Jetzt ist nur noch der Kevin und der Kopf von diesem anderen übrig. Wir haben ja allerdings nicht nur ein Quadrat, sondern auch ein, ja, ein Dreieck. Ein Knopf. Den können wir hier hinsetzen. Und der Knopf, den können wir verbinden mit anderen Gegenständen. Wie beispielsweise Drones, Fire Detectors, Proximities, Timers, etc. pp. Ich will allerdings mal noch weiter hier vorne gehen zu den Waffen. Und zwar haben wir zum Beispiel schon hier ein Energy Sword. Und das können wir auch nicht so klein lassen, sondern wir können einfach die Pfeiltaste gedrückt halten. Und dann haben wir so einen. Vergleich das mal mit Kevin. Ein paar Sekunden später. Oh. allein dadurch, dass ich Kevin da drauf gelegt habe, wurde er schon komplett zerschnitten. Ist aber gar nicht weiter schlimm, Freunde. Wir klicken einfach wieder auf das Kreuz oben. Alles ist wieder beim Start. Wir haben Kevin am Start. Jetzt nehmen wir einfach das normale Energy Sword. In der Größe und können Kevin, ja, damit, komplett. Das ist Kevin. Ja, moin. Also man kann auf jeden Fall einigen Schwachsinn mit diesen Schwertern machen. Ich klicke allerdings mal wieder auf das Kreuz drauf und zeige euch mal, dass es noch andere Dinge gibt, wie beispielsweise einen Fan. Das ist das, was ich nicht habe. Den machen wir jetzt mal ein bisschen größer, stellen den hier neben Kevin und jetzt können wir hier einfach den Fan gedrückt halten und F drücken. Und ja. Ich stelle den Fan jetzt mal hier hin. Ich habe den gerade noch ein bisschen größer gemacht. Und dann nehme ich mal das Energy Sword und stelle das hier hin. Das heißt, wir haben jetzt theoretisch, wenn ich F drücke... Haha! Kettenreaktion! Ich bin quasi wie Albert Einstein.
Ich mache auch Experimente. Allerdings haben wir ja nicht nur das Energy Sword und einen Fan, sondern wir haben auch noch Force Fields. Und da seht ihr schon, also wenn er da drin ist, bewegt er sich halt nicht mehr. Ist halt ein Kraftfeld. Sobald ich rausgehe, ist er halt, so, wieder normal. Aber sobald ich den da reinpacke, sieht so aus wie so eine tanzende Prinzessin. Wir haben auch noch eine Gravity Grenade, die kann ich einfach mal fallen lassen. Und dann passiert gar nichts. Oder muss ich hier... Ah! Okay, ich habe sie jetzt aktiviert. Glückwunsch. Aber das Spannendste sind wirklich die Waffen, die es hier gibt. Ich verstehe gerade nur nicht, wo die sind. Wir haben hier eine... Was? Das ist eine Rakete. Lol. Oh! Der Kevin tut mir tatsächlich ein bisschen leid. Ich habe jetzt wieder oben auf das Kreuz gedrückt. Das heißt, der Kevin ist wieder ganz. Aber ich muss wirklich nur einmal so machen. Und Alter, Kevin? Aha. Das ist schon eher der Kevin, den wir kennen. Wir haben also Raketen, Slowfields. Oh, das ist, wenn ich es richtig sehe. Okay, der Kevin hat... Oh. Ach lol, geht das immer schneller oder was? Au, ah, jetzt ist, Kevin ist jetzt elektrisiert. Mal schauen, was wir hier noch so haben. Tesla Coil. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich packe ihn einfach mal hier hin und jetzt nehmen wir mal Kevin und ziehen ihn mal hier drauf. Passiert... No. Kevin, wo... Aber Hauptsache, sein Körper da springt noch Trampolin. Nun sind wir hier bei den Waffen angekommen. Das hier ist die Tracer Gun. Die machen wir auch mal ein bisschen größer. Jetzt können wir F drücken und dann einfach schießen. Ich verstehe nur nicht, was beim Kevin da unten jetzt passiert. Ja. Kevin muss da reinfliegen und wird dann zerballert. 2 hours later. Da ist... Nichts mehr von Kevin übrig. Von daher klicken wir auch wieder auf das Kreuz. Schauen uns hier mal weiter an, was hier noch ist. Anesthetic, was ist das denn? Oh, sorry, Kevin. Wir haben hier noch einen neuen Arm. Ja, super. Wir haben hier noch eine neue Bandage, Blood Bag, Defibrillator, Drone Heal. Also man kann ganz, 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 ganz viele Sachen machen. Hier ist einfach ein Fuß von Kevin hier. Ich stelle mal einen überdimensionalen Fuß neben dich. Kann er sich da draufsetzen? Digga, Kevin, du bist echt so dumm für alles. Wir haben hier noch Heal Grenades, Legs, Medgun, Medical Scanner, Medkick, Thermometer? Ah, 37 Grad hat das Bein. Allerdings will ich jetzt mal endlich zu den richtigen Waffen hier kommen, aber ich bleib halt die ganze Zeit hängen bei solchen Sachen. Was ist denn Barrel? Einfach ein Kanister oder was? Oh, hier ist eine B-Nate, Oh! Ah, da werden... Oh! Da werden Bienen freigesetzt. 6 and a half hours later. Also wir haben jetzt ein paar Bienates hier gespawnt. Das heißt, ich drücke jetzt mal einfach auf die alle hier drauf. Ich merke schon, wie dieses Browser-Game hier gerade übelst am Laggen ist. Alter! Das ist so wie im Sommer bei mir in der Wohnung. Oh mein Gott, eine Clustergranate. Oh! Das war mal dein Knie. Hier ist noch eine Flash-Granate. Ich glaube, die macht... Die macht... Ja, die... Hä, die macht einfach kurz alles hell jetzt, oder wie? Wir haben ja auf jeden Fall unfassbar viele Sachen. Ich will einfach nur... was ist denn das? Eine Mini-Nuke? Ups. Das ist das erste Mal, dass Kevin komplett zerstört wurde. Es gibt auf jeden Fall so unfassbar viele Sachen. Es gibt auch ein schwarzes Loch. Kevin. Ja, cool. Jetzt ist Kevin schon wieder weg. Ich mache jetzt mal ein unfassbar riesiges schwarzes Loch und pack's hier oben in die Ecke. Ja, da ist Kevin auch direkt weg. Wir haben ja auf jeden Fall unfassbar 1000 millionenfache Items irgendwie gefühlt. Also es nimmt wirklich gar kein Ende hier. Ich kann auch einfach auf random klicken und dann seht ihr schon, was da alles da ist. Also, was ist das? Ein Boomstuff. Oh. Also letztendlich ist das Ziel des Spiels, dass Kevin... komplett zerstört wird. Ich fand das Spiel auf jeden Fall mal ganz cool, so für zwischendurch. Kevin und ich würden uns an der Stelle jetzt auch von euch verabschieden. Tschüss, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn es das getan hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch von euch freuen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ich das Ganze nochmal spielen soll. Denn es gibt wirklich unfassbar viele Möglichkeiten, die wir noch gar nicht alle ausgenutzt haben. Und ansonsten würde ich das Video jetzt auch beenden.